Guten Abend aus Deutschland. Guten Abend aus dem Theater des Westens in Berlin. Und wir begrüßen Sie zu einer Geburtstagsparty der ganz besonderen Art heute Abend. Denn unser Jubilar, immerhin 40 wird er heute und wird er hier und heute gefeiert, war von Anfang an etwas ganz Besonderes. Und das fing mit der Geburtsstunde an, denn wer bekommt schon zu seiner Geburtsstunde eine Geburtstagsrede des Bundespräsidenten? Am 3. Mai 1953, 11.30 Uhr wurde diese Rede gehalten und der Bundespräsident hieß Theodor Heuss. Ja, und wie unser Jubilar dann getauft wurde, das wissen Sie alle, nämlich Deutsche Welle. Und er bekam noch einen standesgemäßen Beinamen, nämlich die Stimme Deutschlands in der Welt. Und nun ist diese Stimme Deutschlands in der Welt 40 Jahre alt. Sie wird es morgen ganz genau um 11.30 Uhr sein. Und Sie sehen das jüngste Kind der Deutschen Welle, Deutsche Welle TV, das aktuelle Auslandsfernsehen aus Berlin. 14 Stunden Programm jeden Tag für die Welt. Und dieses jüngste Kind ist gerade mal 13 Monate alt. Am 1. April 1992 kam der Startschuss für Deutsche Welle TV. Naja, und 40 Jahre immerhin sendet der Hörfunk in alle Welt. Deshalb sind hier anwesend auch Gäste aus aller Welt, unter anderem vom konsularischen Chor. Und ich begrüße hier den Konsul Chiles, Rodolfo Berlinger. Erstmal herzlich willkommen. Guten Abend. Wir haben in unserer Sammlung noch keinen Glückwunsch auf Spanisch. Können Sie einen Geburtstagsglückwunsch für die Deutsche Welle, original Spanisch, für uns bringen? Natürlich. Es ist für mich ein Honor und Motivo de profunda Satisfaction, poder desearle a la Deutsche Welle en su 40º aniversario las mejores felicidades y éxitos para el futuro y en sus nuevas transmisiones al mundo entero. Muchas felicidades. Was immer er gesagt hat, es ist ein Applaus wert. Herr Berlinger, Hand aufs Herz. Hatten Sie viel Kontakt mit der Deutschen Welle? Haben Sie sie viel gehört oder gesehen bisher? Natürlich. Seit einigen Jahren, über 10 Jahren, als ich in einer diplomatischen Mission im Fernen Osten war, habe ich ein damaliges Krieg über die objektive Berichterstattung der Deutschen Welle, den ganzen Verlauf dieses damaligen Kriegs mitverfolgen können. Das war der Falklandkrieg? Ja, stimmt, genau. Also, das war ein Konsul aus Chile. Vielen Dank. Christoph Lanz hat noch einen. Und aus Südamerika geht's zurück nach Europa. Neben mir steht der finnische Konsul in Berlin, Elias Ledesmäki. Guten Abend. Von Ihnen möchte ich natürlich gerne das Gleiche. Was heißt denn herzlichen Glückwunsch auf Finnisch? Guten Abend, Herr Lanz. Südamelliset onnittelut 40-vuotisen Taipaleen johdosta. Parhaat onnittelut myös Deutsche Wellen kuulijoille kaikkialla maailmassa. Ich habe kein Wort verstanden, aber das ist ein dicken Applaus hier. Herr Ledesmäki, jetzt tun Sie mir noch den Gefallen und sagen das mal auf Deutsch. Beste Glückwünsche für das erfolgreiche 40-jährige Bestehen der Deutschen Welle. Und ich beglückwünsche auch die alle Zuhörer in aller Welt der Deutschen Welle. Es klang auf jeden Fall sehr schön, jetzt haben wir es auch verstanden. Herr Ledesmäki, immer mehr Leute in Finnland lernen Deutsch. Es gibt einen regelrechten Boom in der deutschen Sprache. Was ist so attraktiv an Deutschland für die Finnen? Herr Lanz, es bestehen Jahrhunderte, wenn nicht jahrtausendlange Beziehungen zwischen Finnland und Deutschland. Beide Länder liegen an demselben Meer, an der Ostsee. Und nach der Wende, Deutschland ist unser größter Handelspartner geworden. Und ich denke, dass das Interesse liegt nicht nur auf der finnischen Seite, aber auch auf, der deutschen Seite nach Finnland. Die deutsch-finnische Gesellschaft wurde am Ende letztes Jahres gerade auch 40 Jahre alt. Und das ist die drittgrößte Auslandsgesellschaft in Deutschland. Und deutsch-amerikanisch und deutsch-französische Gesellschaften sind größer. Und auch 350.000 Deutschen besuchen bis jetzt durchschnittlich jährlich Finnland in ihrem Urlaub. Aber ich habe gerade heute Abend gehört, dass die deutsche Reservierung für den Sommerurlaub in Finnland haben sich zugenommen mit 40-50% für den nächsten Sommer, diesen Sommer. Ja, dann wünschen wir uns beide gegenseitig, dass das so weitergeht mit den deutsch-finnischen Beziehungen. Vielen Dank, Herr Ledesmäki. Und meine Damen und Herren, jetzt schreiben wir ein kleines Kapitel Kulturgeschichte. Das Theater des Westens, das wissen Sie ja, ist eine international renommierte Musicalbühne. Früher wurden hier auch mal Operetten und auch Opern gegeben. Aber was wir jetzt für Sie haben, ist nichts von dem,
sondern eine Art Unikat oder Sonderausführung zum heutigen Geburtstag der Deutschen Welle, nämlich Kabarett pur. Und der kabarettistische Sprengstoff, den wir jetzt servieren, das sind 40 Jahre deutsche Geschichte. Das heißt, Texte und Lieder aus dem Westen über den Osten, Texte und Lieder aus dem Osten über dem Westen, also 40 Jahre drüben ziehen jetzt an Ihnen vorbei. Die Schauspieler des Deutschen Theaters, also Ex-Ost, und Schauspieler des Theaters des Westens, wie man hört, Ex-West, legen jetzt los mit ihrem Programm »Sind wir noch zu retten?« Sind wir doch genial in diesem Jubeljahr makal. Wir pfeifen auf dem letzten Loch, doch wir leben immer noch. Sind wir wirklich noch zu retten oder alles längst gewohnt? Leben wir schon im siebten Himmel oder etwa hinterm Mond? Sind wir auf dem geraden Wege oder auf der schiefen Bahn? Tanzen wir noch aus der Reihe oder schon auf dem Vulkan? Ach, was sind wir doch genial in diesem Jubeljammertal. Wir pfeifen auf dem letzten Loch, doch wir leben immer noch. Bauen wir noch auf die Zukunft oder auf die Polizei? Hören wir noch auf die Signale oder auf den letzten Schrei? Haben wir noch was auf dem Kasten oder nur ein Brett vom Kopf? Hängen wir noch an unserem Leben oder schon am Wohlstandstropf? Ach, was sind wir doch genial in diesem Jubeljammertal. Wir pfeifen auf dem letzten Loch, doch wir leben immer noch. Sind wir wirklich noch zu retten oder tun wir so als ob? Haben wir Spaß bei unserer Arbeit oder nicht mal einen Job? Halten wir uns an die Linie oder gehen wir auf dem Strich? Können wir noch aus uns was machen oder jeder nur für sich? Ach, was sind wir doch genial in diesem Jubeljammertal. Wir pfeifen auf dem letzten Loch, doch wir leben immer noch. Wir leben immer noch. Wir leben immer noch. Wir leben immer noch. Üb immer Treu und Redlichkeit bis an dein kühles Grab. Und weiche keinen Finger weit von Gottes Wegen ab. Beginnen wir. Ich muss mich noch mal räuspern. Stimmt die Richtung? Die Augen rechts. Richtung stimmt. Ich reize Deutsch. Deutscher? Am deutschesten? Urdeutsch. Deutscher, Deutscher lebt in Deutschland. Egal ob in West- oder Ostdeutschland. Wo Deutsche sind, ist Deutschland. Deutschland ist überall. Deutsches Land. Deutscher Lanzer. Deutsche Länder. Deutschländer. Lass die Juden aus dem Spiel. Deutsch ist die Saar. Ja, das sowieso. Sowieso. Der deutsche Deutsche ist deutsch. In Chemnitz so deutsch wie in Nürnberg? In Pankow so treudeutsch wie in Bonn? Aber nicht gesamtdeutsch. Aber urdeutsch. Der Deutsche. Die Deutsche. Das Deutsche. Deutscher. Deutscher Wein. Deutsches Lied. Deutsches Herz. Blutet deutsch. Ein Deutscher trägt die Haare kurz. Die Schuhe geputzt und das Herz am rechten Fleck. Ein Deutscher liebt die Arbeit. So, dass auch nach der Arbeit Arbeit ein Vergnügen ist. Ein Deutscher will so sein, wie ein Deutscher ist. Doch wie ein Deutscher ist. Nicht mal sie. Oder sie. Oder sie. Sie. Oder sie da hinten. Sie tragen noch eine Brille. Sie müssen es doch wissen. Übrigens, das Vertrauen, das man den Deutschen am 13. August 1961 neben das Frühstücksei legte, war die letzte gesamtdeutsche Regung, die von dieser Nation übrig blieb. Trotzdem. Deutschland vor, noch ein Tor. Gott verlässt die Deutschen nicht. Tja. Weiß noch einer was? Hm? Ja. Denke deutsch. Sprich Deutsch. Handle Deutsch. Sollen wir aufhören oder weiß noch einer? Aufhören, aufhören. Ich weiß. Sie weiß noch was. Wir Deutsche sind wieder wer. Bravo. Deutsche wollt ihr ewig büßen? Nein. In Ewigkeit Deutschland. Das deutsche Volk aber bleibt. Josef Vissarionowitsch Stalin, 1945.
Die Sieger teilten sich den Kuchen. Die drei westlichen Tortenstücke nannte man Trizonesien. Die alten Zeiten sind vorbei. Ob man da lacht, ob man da weint, die Welt geht weiter, eins, zwei, drei. Ein kleines Häufler Diplomaten macht heute die große Politik. Sie schaffen Zonen, ändern Staaten. Und was ist hier mit uns im Augenblick? Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien. Hei, chimla, 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 bum. Wir haben Mägdelein mit feuchtwildem Wesien. Hei, chimla, 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 bum. Wir sind zwar keine Menschenfresser, doch wir küssen umso besser. Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien. Hei, chimla, 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 bum. Kolumbus fand Amerika. Ein neuer Erdteil wurde entdeckt. Was Marco Polo alles sah, wurde dann von der Kultur beleckt. Sven Hedin war am Himalaya. Er schritt durch heißen Wüstensand. Am Nordpol stand Amundsens Haia. Doch uns hat keiner je zuvor gekannt. Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien. Hei, chimla, 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 bum. Wir haben Mägdelein mit feuchtwildem Wesien. Hei, chimla, 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 bum. Wir sind zwar keine Menschenfresser, doch wir küssen umso besser. Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien. Hei, chimla, 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 bum. Doch fremder Mann, damit du's weißt, ein Trizonesier hat Humor. Er hat Kultur, er hat auch Geist. Darin macht keiner ihm was vor. Selbst Goethe stammt aus Trizonesien. Beethovens Wiege ist bekannt. Nein, sowas gibt's nicht in Chinesien. Darum sind wir auch stolz auf unser Land. Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien. Heidi, chimla, 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 bum. Wir haben Mägdelein mit feurig wildem Wesien. Heidi, chimla, 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 bum. Wir sind zwar keine Menschenfresser, doch wir küssen umso besser. Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien. Heidi, chimla, 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 bum. Herr, ich bin stolz, dass ich dir diene. Ich danke dir fürs Abendbrot. Verschon mein Haus vor Margarine und mach den bösen Mao tot. Bewahr die sogenannten Brüder in der Zone vor allzu großem Ungemach. Ich danke dir, dass ich nicht wohne in Dresden oder Eisenach. Lass uns die Freiheit, die wir meinen, verteidigen gegen Gelb und Rot. Nimm meinen Ausschlag von den Beinen und mach den bösen Mao tot. Gib auch am fernen Suezbecken den Frieden für die Industrie und segne unsere Bundesrecken und ihre Ostlandhysterie. Lass Fidel Castro kränker werden. Schick China eine Hungersnot. Wir kämpfen für dein Reich auf Erden. Das komme. Mach den Mao tot. Gehen Sie mit der Konjunktur. Gehen Sie mit. Gehen Sie mit. Gehen Sie mit auf diese Tour. Gehen Sie mit. Gehen Sie mit. Nehmen Sie sich Ihr Teil, sonst schämen Sie sich. Und später gehen Sie nicht zum großen Festbankett. Gehen Sie mit der Konjunktur.
Konjunktur. Gehen Sie mit. Gehen Sie mit. Gehen Sie mit auf diese Tour. Gehen Sie mit. Gehen Sie mit. Sehen Sie doch, die anderen stehen schon dort und nehmen die Creme schon fort beim großen Festbankett. Man isst, was man isst, nicht durch den inneren Wert. Den kriegt man gratis, wenn man Straßenkreuzer fährt. Man tut, was man tut, nur aus Selbsterhaltungstrieb. Denn man hat sich nur selber lieb. Drum gehen Sie mit der Konjunktur. Gehen Sie mit. Gehen Sie mit. Gehen Sie mit auf diese Tour. Gehen Sie mit. Gehen Sie mit. Holen Sie sich Ihre Kohlen wie der Krupp von Bohlen aus dem großen Weltgeschäft. Ho, ja, to, ho. C'est la vie, oh, ja, ho, ja, to, ho. Und ich ziehe, oh, ja, ho, ja, to, ho. Meine Kursgewinne heut. Pinke, 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 ho, ja, to, ho. C'est mal höre, oh, ja, ho, ja, to, ho. Und ich schwöre, oh, ja, ho, ja, to, ho. Auf die gute neue Zeit. Pinke, 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 pinke. Gehen Sie mit der Konjunktur. Gehen Sie mit. Gehen Sie mit. Gehen Sie mit auf diese Tour. Gehen Sie mit. Gehen Sie mit. Schöpfen Sie Ihr Teil und schöpfen Sie. Die anderen köpfen Sie, sonst später ohnehin. Gehen Sie mit der Konjunktur. Gehen Sie mit. Gehen Sie mit. Drehen Sie mit an dieser Uhr. Drehen Sie mit. Drehen Sie mit. Laufen Sie, wenn's sein muss, raufen Sie. Und dann verkaufen Sie mit Konjunkturgewinn. Mein Freund hat eine Freundin und die ist Gott sei Dank Chefsekretärin bei einem Boss von einer Bank. Er geht mit ihr soupieren und gibt ihr dann im Schwips für unsere Aktien ein paar Tipps. Drum gehen Sie mit der Konjunktur. Gehen Sie mit. Gehen Sie mit. Gehen Sie mit auf diese Tour. Gehen Sie mit. Gehen Sie mit. Geld, das ist auf dieser Welt der einzige Kick, der hält, wenn man davon genügend hat. Geld, das ist auf dieser Welt der einzige Kick, der hält, wenn man davon genügend hat. Wenn man davon genügend hat. Wenn man davon genügend hat. Da hätten wir sie nun, die zwei deutsche Staaten. Sozialismus und Kapitalismus stehen sich Auge in Auge gegenüber. Und nur wir, die Berliner, mittendrin. Und ich bin ganz besondere Spezies, ich bin ja deutsch-deutsche Rentjänger. Nur werden sie denken, das ist ein Reibach, jeden Monat 450 Nettopiepen bei Siemens abzusahen, davon 150 in echt West. Die tausche ich in Ost, macht als Schlusspoengte 820 muntere Ostflöhe plus Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, Pustekuchen. Ich zahle ja noch drauf, mit meinen werten Nerven nämlich. Ich rechne mir doch jeden Tag zum Gehirnkrüppel bei diesem Wechselkurs, wo du dauernd wechselt, wa? Und dann diese blöde Spaltung, die mitten durch mir durchgeht. Da gehen natürlich auch die Nerven mit mir durch. Wa? Also können Sie wirklich mal kicken hier, wa? Also in der rechte Hose habe ich die Westkasse, wa? In der linke habe ich das Portemonnaie von der Ostdeutschen Notenbank. An der linken Uhr habe ich die Hand von der Ostdeutschen Stalinallee. An der rechten habe ich den Ring von H.O. Gesundbrunnen. Hier habe ich die Tippzettel vom Ostlotto. Und hier habe ich die Tippzettel vom Westlotto. Vorige Woche, da hatte ich so ja zwei richtig im Westen und drei richtig im Osten. Oh, sie, ja, diese blöde Spaltung nicht mehr, dann werdet ein Fünfer gewesen. Ja, naja, und hier auf der linken Brustseite habe ich die Berliner Zeitung und hier habe ich den Tagesspiegel, wa? Ah, da lese ich davor, der Tod geht um, Typhusseuche im Osten. Ja, was nun, wa? Als geübter Westmark-Einsacker muss ich ja dran glauben, wa? Aber auf der anderen Seite, ich fühle mal quietschgesund, wa? Naja, all die, weil die Brüder hier... Nee, das muss ich jetzt wieder von die andere Seite flöten. Also, weil die Brüder drüben, die die Gesundheit im Osten regieren, sich partout nicht nach dem Tagesspiegel richten wollen. Ja, da steh ich nun und kann nicht leben und nicht sterben. Und alles nur durch diese blöde Spaltung, wa? Das nimmt einer alles mit? Ich geh mir sowieso überhaupt alles mit, wa? Sowohl den Sozialismus drüben, als auch den Kapitalismus drüben. Da spendiere ich mir davor im KD Wupptich eine Originalbüchse Krebsschwänze für 4,50 Wespen, die bei uns ja nicht gibt, wa?
Und ja, wie ich mit den Krebse zurückkrebse, was entdeckt da meine geschulte Ost-West-Pupille? In der Handelsorganisation dieselben Kammschlackerkrebse für zwei Ostpiepen. Ja, da bricht das Vertrauen in die gesamte Menschheit zusammen. Ne? Besonders politisch. Obwohl ich da als Gesamtberliner, der über die Dinge stehe, weil ich weder gegen den Westen noch für den Osten bin, natürlich auch meine klare Meinung habe. Ich sage immer, hoffentlich bleibt West-Berlin die Stadt der Freiheit. Jawohl, hoffentlich wird West-Berlin endlich wieder freie Stadt. Ja, sehen Sie mal, ich muss mal eben anpassen. Ich kann mit keinem verderben. Hier habe ich mein Einkommen, hier habe ich mein Auskommen. Gestern habe ich auch, weil ich dachte, ich bin hier drüben was fortschrittlich über den Konsum gesagt, obwohl ich es da drüben ja nicht nötig hätte. Wa? Aber sagen Sie mal, ich sabber mir hier eben ab. Dabei habe ich das wirklich ganz schön eilig, weil ich doch heute an meinem freien Tag ausnahmshalber mal mich nicht im Westen beöden will, sondern mir den Luxus leiste, meinen eigenen demokratischen Ostsektor zu beschnuppern. Ja, und deshalb muss ich jetzt rüber nach dem Kudamm, wo die Busse mit Rundreisen nach dem Osten fahren, damit ich mir auch ein objektives Bild von meiner Heimat hier Filde machen kann. Wa? Ach, hoffentlich fahren die auch über Grünau. Dann könnte ich mir gleich noch mal das Häuschen beliebäugeln, das ich mir eventuell unter den Hintern reißen will für 2 Mille. Ost, versteht sich, wa? Naja, irgendein Profit muss man ja auch haben von dieser blöden Spaltung. Das Leben ist zurzeit keine Kleinigkeit. Zum Beispiel die hohen Steuern, die teure Miete, das bisschen Zaster in unserer Tüte. Die Angst am Morgen, die Formulare, die vielen Sorgen, die wenigen Haare. Das Leben ist zurzeit keine Kleinigkeit, wenn man es sieht. Wird man es müd, es drängt ein Lied sich ins Gemüt. Also wissen Sie, nee, also wissen Sie, nee, also wissen Sie, also wissen Sie, nee, also wissen Sie, also wissen Sie, nee. Also wissen Sie, nee, also wissen Sie, nee, also wissen Sie, also wissen Sie, nee, also wissen Sie, also wissen Sie, nee. Man soll ja nicht verzagen, doch uns hat's schön erwischt. Eins will ich Ihnen mal sagen, na, ich sage lieber nicht. Also wissen Sie, nee, also wissen Sie, nee, also wissen Sie, also wissen Sie, nee, also wissen Sie, also wissen Sie, nee. Das Leben ist zur Zeit keine Kleinigkeit, zum Beispiel die vielen Grenzen in unserem Staate, die Konferenzen, die Resultate, das schlechte Wetter, die dünnen Sohlen, die Zeitungsblätter, die uns verkohlen. Das Leben ist zurzeit keine Kleinigkeit, wenn man es sieht, wird man es müd. Es drängt ein Lied sich ins Gemüt. Also wissen Sie, nee, also wissen Sie, nee, also wissen Sie, also wissen Sie, nee, also wissen Sie, also wissen Sie, nee. Also wissen Sie, nee, also wissen Sie, nee, also wissen Sie, also wissen Sie, nee, also wissen Sie, also wissen Sie, nee. Schön, dass wir den Osten haben. Die Gefahr aus Pankow, Moskau und den Don. Denn der Osten, der gab uns ja schließlich erst die Teilung Deutschlands und zum Glück dann Bonn. Und durch Bonn, da zogen Geld und Banken an den Rhein, zogen Handel, Wirtschaft nach, Millionäre, Fremde und Devisen. Und das Ganze krönt jetzt schließlich Andernach. Drum bewahret uns den lieben Osten. Haltet Wacht und lasst auf kein Gespräch euch ein. Kämpft um unsere Nibelungen, Schätze, denn sonst ist's vorbei mit unserer Wucht am Rhein. Also wissen Sie, nee, also wissen Sie, nee, also wissen Sie, also wissen Sie, nee, also wissen Sie, also wissen Sie, nee. Also wissen Sie, nee,
also wissen sie, nee, also wissen sie, also wissen sie, nee, also wissen sie, also wissen sie, nee. Man soll ja nicht verzagen, doch uns hat's schön erwischt. Eins wollen wir immer sagen, aber wir sagen lieber nicht. Also wissen sie, nee. Also wissen sie, nee, also wissen sie, also wissen sie, nee, also wissen sie, nee. Die Deutschen richten sich ein. Alltag in Ost-Berlin und West-Berlin. Eine Verkaufsstelle der staatlichen Handelsorganisation, genannt HO, auf der neu erbauten Stalinallee 1956. Und das wäre, mein Herr? Ein halbes Pfund Schweizer Käse. Ach, tut mir leid, mein Herr. Schweizer Käse ist heute nicht am Lager. Aber wir haben 100 Sorten Likör. Reiterlikör, Orangenlikör, Mampe halb und halb, Was Brunelle. Soll denn das? Ich habe andere Wünsche. Haben Sie geräucherten Aal? Leider ist Aal zurzeit völlig vergriffen. Aber wir haben 100 Sorten Likör. Edelkirsch, Curaçao, Noisette. Ich will keinen Likör. Ich will Aal und ungezuckerte Kaffeesahne. Auch ungezuckerte Kaffeesahne ist bedauerlicherweise ausverkauft. Aber wir haben 100 Sorten Likör. Dr. Excalnonis Bittertropfen, Apricot Brandy, dunkle Serenade. Wollen Sie mich zum Narren halten, meine Dame? Ich möchte sofort den Geschäftsführer sprechen. Sie wünschen bitte, mein Herr. Sagen Sie mal, was ist das für eine Art? Ich verlange Schweizer Käse und Ihre Verkäuferin empfiehlt mir Likör. Ich frage nach Gewürzgurken und Ihre Verkäuferin empfiehlt mir Likör. Ich will geräucherten Aal haben und Ihre Verkäuferin empfiehlt mir 100 Sorten Likör. Entschuldigen Sie, es handelt sich hier noch um eine junge, ungelernte Kraft. Sie kennt sich noch nicht so aus. Natürlich haben wir 150 Sorten Likör. Wir haben Pfefferminz, Zitrone, Schwarze Johanna, Postmeister, Blackberry, Anisette, Ananas, Bananenlikör, Orangenlikör, Mampe halb und halb. Wenn die Waren teurer werden, stöhnt die ganze Welt. Alle müssen barfuß gehen und die schönsten Sachen stehen in den Fenstern und es fehlt an Geld. Doch bei uns ist das vorüber, die Gefahr ist wirklich weg. Helle Köpfe, fleißige Hände helfen übers dicke Ende. Leben macht jetzt Freude und hat Zweck. Unsere Welt wird schön und wir sind froh. Wieso? Wieso? Das kommt bestimmt, wie man's auch nimmt, von der H.O. Schieber Max trifft Schieber Freddy, seinen Kompagnon, den er lange nicht gesehen, und sie bleiben beide stehen und sie lutschen einen Kaubonbon. Schieber Max fragt Schieber Freddy, ob er denn bei Kasse sei. Da fängt Freddy an zu weinen und er zittert mit den Beinen, denn die Zeit des Schiebens ist vorbei. Unsere Welt wird schön und wir sind froh. Wieso? Wieso? Das kommt bestimmt, wie man es auch nimmt, von der H.O. Seidenstrümpfe, Bilder, Bücher gibt's bei der H.O. Damenhüte, Wurst und Käse, Fleisch, Salat und Mayonnaise, darum ist auch das Gedränge so. Fadennudeln, Scheuertücher oder wer ein Fahrrad braucht, was du suchst, das wirst du finden und die Preise werden schwinden, weil bei uns der Schornstein wieder raucht. Unsere Welt wird schön und wir sind froh. Wieso? Wieso? Das kommt bestimmt, wie man's auch nimmt, von der H.O. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder, jetzt kommt das Wirtschaftswunder, jetzt gibt's im Laden Carbonaden, Schot und Räucherflunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder, jetzt kommt das Wirtschaftswunder,
Der deutsche Bauch erholt sich auch und ist schon sehr viel runder. Jetzt schmeckt das Eisbein wieder in Aspik. Ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg. Die Läden offen waren, uns wieder Luxuswaren. Wer Sorgen hat, hat auch Likör und gleich in hellen Scharen. Man muss beim Auto fahren, nicht mehr mit Brennstoff sparen. Die ersten Nazis schreiben fleißig ihre Memoaren. Denn den Verlegern fehlt es an Kritik. Ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg. Ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg. Wenn wir auch ein armes Land sind und so ziemlich abgebrannt sind, zeigen wir, dass wir interessant sind, weil wir etwas überspannt sind. Wieder hauen wir auf die Pauke. Wir leben hoch, 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 hoch. Das ist das Wirtschaftswunder, das ist das Wirtschaftswunder. Heute noch zwischen Dreck und Plunder. Doch für die Nazi-Knaben, die das verschuldet haben, hat unser Staat viel Geld parat und spendet Monatsgaben. Wir sind eine ungelernte Republik. Ist ja kein Wunder, ist ja kein Wunder, ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg. Der Abend der Dame vom Kurfürstendamm. Es lockt Onkel Sam mit Ham und Jam. Sie singt in den Clubs der Besatzungsmacht, denn in ihr wühlt der Wille zur Nacht. Es klappern die Wimpern, es strahlt das Make-up, klipp-klapp. Einst ging man zum Club, aber heute statt zum Club, zum Club. Man macht auf den Weg sich beim Abendbrot. Kunst geht nicht nach Brot, nein, nach Abendbrot. Zum Club, das heißt zum Club. Dort kann man Hunger und Sehnsucht stillen. Mit schlechtem Englisch, doch mit gutem Willen. In the Berlin School. Doch das macht keinen Spaß, denn der Lehrer war schwer von Begriff. Ich kann kaum mein eigenes Wort verstehen. Bin weder Fräulein, weder schön und trotzdem das Publikum denkt sich, da geh schon, das ist kein Genuss. Bei aller Fraternization, hier stehe ich kann nicht anders, Schluss. Doch jetzt legen wir ein Tempo vor, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, na, ist das etwa nix? Ach, wie sind wir modern. Germany calling, meine Herren. How do you do? Was sagen sie nun? Und die Musik spielt dazu. I love you, Mr. Chesterfield. I love you, Mr. Philip Morris. I love you. Wird auch nicht ladylike. But to get the canvas at a lucky strike. I love you, Sir Walter Raleigh, too. Und die Musik spielt dazu. Ich geh ran wie Blöcher. Ich gehe ran wie Wellington, ich gehe auf Nummer sicher, oh heiliger du Ellington, weil mir das beim Hort muss. Trotzdem merkt das Publikum, die Dame ist aus Cottbus. Ach, das ist ja Bobby, ach, das ist ja Tommy. Tommy, you're my luck, is that my sweetheart, my digestion. Tommy, hello, Tommy. Tommy or not to be, that's a question. Ich bin für unbegrenzte Möglichkeiten. Ich bin eine erotisch verfolgte Person. Bei mir gibt's nur, das kennt man schon, besinnungslose Kapitulation. Ich habe ein deutsches Vaterland, das ist nach Ost und West benannt.
und der Regen fällt und die Sonne scheint auf zweierlei Geld und auf zweierlei Feind und der Ostwind weht und der Westwind weht, der Schlagbaum voll in Blüte steht. Was ist des deutschen Vaterland? Der Westerwald, der Ostseestrand. Der Heidelberg, die Rudolstadt, die Lüneburg, das Berkerbad. Die wirtschaftswunden Parlamente, die Leistungsschau der Transparente, die volksgekünstelten Estraden, der Juliusturm im Bundesladen. Was ist des deutschen Vaterland? Ein Kreuz mit Zweien aus der Hand. Denn Deutschland liegt nach alter Sitte genau in der alleräußersten Mitte. Und der Regen fällt und die Sonne scheint auf zweierlei Geld und auf zweierlei Feind und auf zweierlei Ehr und auf zweierlei Sinn und ich selber mittendrin. Was ist des deutschen Vaterland? Das Land, das Ost und West erfand. Ach, Deutschland war ja längst gespalten, als Ost und West für eins noch galten. Von Bach die Kantaten, von Krupp die Granaten, von Heine das Lied und von Schacht den Kredit. Von die Flöte, vom König den Stock, den Egmont von Goethe und vom Kaiser den Rock. Von Brecht die Courage, von Schlieffen den Plan, von Marx die Erkenntnis und von Hitler den Wahn. Der gute Mensch und die Kanone, das waren schon immer Deutschlands Zone. Und die Sonne scheint und der Regen fällt auf zweierlei Ziel und auf zweierlei Held. Und Ost oder West, das ist nicht die Lage. Krieg oder Frieden, das ist die Frage. Und nur eine Lösung, dass Deutschland sich eint. Der Frieden sei unser und der Krieg sei der Feind. Meine Damen und Herren, was ist des deutschen Vaterland? Was ist des deutschen Vaterland? Darauf möchte ich keine Antwort von einem Deutschen haben, sondern besser von einem Briten. Clive Freeman steht neben mir. Er ist Vorsitzender der ausländischen Presse, des Vereins der ausländischen Presse in Berlin. Clive Freeman, gibt es für Sie darauf eine Antwort? Was ist des deutschen Vaterland? Wissen Sie, für einen Engländer, wir haben kein Vaterland, wir haben ein Mutterland. Und das klingt ein bisschen sanfter, nicht wahr? Eigentlich, ich bin manchmal irritiert mit den Politikern, wenn die den Begriff Vaterland benutzen. Es ist, ob sie wollen, die jungen Deutschen sagen, sei stolz auf ihr Land. Ja? Was für ein schönes Land sie haben. Die jungen Deutschen sind stolz in ihrer Art und Weise in ihr Land. Aber die brauchen von den Politikern das nicht zu hören. Das kommt von innen. Und Vaterland als solche, man hört es nicht viel von jungen Deutschen. Das interessiert mich manchmal, weil irgendwie, wenn Dieter Baumann gewinnt, die 5000 Meter Lauf in Barcelona, die sind unheimlich stolz. Ja?
oder wenn Rudi Völler schießt ein Tor in Paris oder was. Ich finde das ganz toll und ganz normal, aber von den Politikern belehrt oder gelehrt zu sein, finde ich das nicht so, die brauchen das nicht, die jungen Leute brauchen das nicht. Ja, meinen Sie denn, dass die Deutschen, also ich denke mal, die Deutschen haben mit dem Begriff und mit dem Gefühl Vaterland durchaus hin und wieder ihre Schwierigkeiten. Meinen Sie denn, dass sie da noch ein normaleres Verhältnis zu kriegen können, das heißt eben wie die Amerikaner zu ihrer amerikanischen Fahne, auch die Deutschen zu ihrer deutschen Fahne, dass das noch besser laufen könnte in Deutschland? Ja, manchmal haben die Amerikaner ihre Probleme auch mit die Fahne. Und die Engländer können auch nationalistisch sein. Man braucht nur ein Fußballspiel zu sehen, um zu beobachten. Aber ich glaube schon, dass die Deutschen in ihrer Art und Weise, die haben ihre Probleme mit diesem Begriff. Aber ich glaube, es ist nicht eine langfristig gesehen. Ich glaube, dass die Deutschen werden langsam, und es dauert vielleicht noch 50 Jahre, und dann haben die ein normales Verhältnis zu diesem Begriff. Ein Stückchen Vaterland im Ausland bekannt machen und hörbar machen und sehbar machen möchte ja auch die Deutsche Welle. Was sagen Sie, ist das Wichtigste, was muss so eine Deutsche Welle im Ausland transportieren in Sachen Vaterland? Die Deutsche Welle, glaube ich, hat vieles getan, um bessere Verständigung unter die Leute zu bringen. Wenn man trifft einen Afrikaner, jemand aus Mosambik oder Sambia, und man erwähnt die Deutsche Welle, ihre Gesichter leuchten auf. Das ist wirklich so. Ihre Gesichter leuchten auf. Die haben von der Deutsche Welle gehört. Die haben die Programme gehört. Und ich weiß das. Und die sprechen manchmal über die Deutsche Welle, manchmal kritisch. Okay. Die BBC ist weltbekannt vielleicht. Und Deutsche Welle ist immer im Schatten der BBC gestanden. Aber ich glaube, eigentlich haben die haben in diesen 40 Jahren vieles getan. Also ein Patriot durchaus. Clive Freeman, vielen Dank. Das ist natürlich Thema, über das sich erschöpfend diskutieren lässt, mit Sicherheit in 20 Minuten. Diese 20 Minuten hat nämlich jetzt der Chefredakteur des Sprösslings der Deutschen Welle, nämlich der Deutschen Welle TV. 20 Minuten für Christoph Lanz und drei wichtigen Persönlichkeiten. Ja, vielen Dank, Nina. Mein erster Gast ist ein Pendler zwischen den Welten. Halb lebt er in Moskau, halb lebt er in Köln. Er ist Journalist an einem der sicherlich spannendsten Plätze, die es zurzeit gibt, nämlich in Moskau. Und er ist der Chefredakteur der deutschen Ausgabe der Zeitschrift Moskau News. Begrüßen Sie mit mir Andrei Gurkow. Den nächsten Gast, den ich Ihnen vorstellen möchte, da fallen mir nur Städtenamen dazu ein. London, Washington, Jakarta, Hongkong und Brüssel. Er ist den deutschen Fernsehzuschauern seit Jahrzehnten bekannt als ein kritischer Beobachter der Weltpolitik. Begrüßen Sie Charlie Weiss. Den nächsten Mann kenne ich ganz gut. Er ist ein langjähriger CDU-Politiker, Bundestagsabgeordneter, Vorkämpfer für die Einführung des Privatfernsehens in Deutschland. Ich kenne ihn ganz gut, weil er mein Chef ist. Der Intendant der Deutschen Welle, Dieter Weyrich. Herr Gurkow, Sie sind heute gerade aus Moskau hier angekommen. Was erwarten denn die Russen, die Bevölker in Russland von so einem Auslandsfernsehprogramm, wie wir es jetzt veranstalten? Was sollen wir für ein Programm machen, dass die Russen sagen, das ist es, worauf wir schon immer aus Deutschland gewartet haben? Nun, Russland ist ziemlich amerikaorientiert, das hat es von der Sowjetunion geerbt. Aber unter den Ländern Westeuropas dürfte vielleicht Deutschland das Land sein, das vielleicht dominieren könnte in der Vorstellungswelt der Russen beim Aufbau einer Marktwirtschaft und einer Demokratie. Und ich glaube, in erster Linie müsste man berichten, wie man in einer entwickelten Demokratie und wie man in einer entwickelten Marktwirtschaft lebt. Also weniger reine Politik, sondern mehr Lebensgefühl, Lifestyle? Ja, ja. Sind da nicht die Amerikaner schon längst durchmarschiert durch Russland und haben überall schon die Jeans hingebracht? Wollen Sie in das Feld räumen? Die Jeanskultur? Wollen Sie nicht die Konkurrenz versuchen aufzunehmen und einen europäischen Blick auf eine moderne Demokratie und eine moderne Marktwirtschaft präsentieren? Ich glaube, das wäre eine Herausforderung, gerade für einen deutschen Auslandsfernsehsender. Herr Weiß, sehen Sie das auch so? Lebensgefühl transportieren, ist das unsere Aufgabe? Ist das, worauf die Welt wartet, wenn sie ein deutsches Auslandsfernsehprogramm sieht? Also, wir werden es nicht neu erfinden. Sie müssen es nicht neu erfinden. Was ein Glück. Das kann man aufbauen auf der Reputation, die Deutsche Welle als Radio jahrzehntelang gehabt hat. Ich glaube, das sollte man nicht wegwerfen.
Schwierig wird es, wie man in den vollen Markt hereinstoßen kann, noch mit Fernsehbildern. Da müssen Sie wahrscheinlich eine Menge Gedanken und vor allem sehr viel Geld auf die Verpackung verwenden. Sie kennen ja unser Programm. Jetzt mache ich mal, als junger Kollege frage ich mal einen alten, erfahrenen Kollegen. Was für einen Tipp geben Sie mir denn? Was fehlt bei uns? Ich finde als politischer Journalist Ihr Programm gar nicht schlecht. Wir haben, glaube ich, 12 einzelne Magazine, die das alles abdeckt. Das ist alles gar nicht schlecht. Sie haben eine vernünftige Ich glaube, gar nicht schlecht ist ein Kompliment. Wenn Nein, Moment, wird, da kommt schon noch hinterher. Ich glaube, gar nicht schlecht ist gar nicht so schlecht. Moment, kommt schon noch. Sie haben eine vernünftige Gliederung zwischen Tagesnachrichten und einer Wochenzusammenfassung. Da ist wenig gegen zu sagen. Die Frage ist nur, wie bringen Sie es über, nicht wahr? Wie bringen Sie es hinein in ein immer mit Unterhaltungsprogrammen immer angefüllteres, einen angefüllteren Äther? Also ich würde sagen, man muss all die Elemente in Betracht ziehen, die heute das Privatfernsehen bei uns in der Quote, in der Einschaltung so erfolgreich machen. Personalisieren Sie das Programm. Sie sollten eigentlich Boris Becker und Steffi Graf jetzt schon für die Zeit, wo sie nicht mehr Tennis spielen können, heuern. Das sind Gesichter, die die ganze Welt kennt. Da kann man ja sofort mal den Intendanten fragen. Kriegen wir das Geld dafür, Herr Weich? Ich habe ein paar Probleme. Wir haben insgesamt zur Verfügung 40 Millionen Mark. Das ist etwa das, was das ZDF für die Zweitverwertungsrechte der Bundesliga ausgibt. Ja. Und deswegen habe ich ein paar Probleme mit Frau Graf und Herrn Becker, nur wegen des Honorars. Aber vielleicht geht die Sache ein bisschen zurück in der Zukunft. Heute hat sie ja verloren. Na, wenn Sie sagen, wir haben 40 Millionen, dann ist das ja nur ein Teil. Wir haben ja in Wirklichkeit 120 Millionen zur Verfügung. Nun leben wir in einer Zeit, in der in Deutschland das Geld immer knapper wird. Man redet überall von Sparen. Es gibt heftige Einschnitte auch im sozialen System. Meinen Sie nicht, dass das ein überflüssiger Luxus ist, 120 Millionen für ein Auslandsfernsehprogramm? Ja, überhaupt nicht. Zunächst mal glaube ich, kein Land der Welt gibt mehr Geld aus für öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Deutschland. Etwa 10 Milliarden alles zusammen. Und ich denke, wenn insgesamt 40 bis 50 Millionen Deutsche, jetzt rede ich alleine mal von der Dienstleistung für Deutsche, im Jahr unterwegs sind, dann denke ich, ist schon eine schlichte Dienstleistung neben BBC, amerikanischen Kanälen und auch anderen westlichen Kanälen, die künftig kommen, den Leuten Informationen zu geben. Das ist das eine Moment. Das zweite Moment, es gibt ein großes Interesse an Deutschland in der Welt. Und von daher haben wir einen Auftrag, ich sage mal pathetisch, der auswärtigen Medien- und Kulturarbeit, wie das auch in anderen Nationen passiert. Und deswegen glaube ich nicht, dass es zum Fenster hinausgeworfenes Geld ist. Und es kommt ein dritter Aspekt hinzu. Der Hörfunk vermittelt über die klassische Kurzwelle verliert an Bedeutung, insbesondere in Osteuropa. Die Zahlen gehen dramatisch zurück. Herr Gorbakow, wie ist denn die Situation? Sagen Sie doch mal, ist die Kurzwelle in Osteuropa am Aussterben oder sitzen die Leute noch vor den Empfängern wie früher und quietschdödel, pfeif und kurbeln hin und her? Sie sitzen nicht mehr vor den Empfängern aus dem Grund, weil sie eigentlich Informationen, freie Informationen auch aus den eigenen Medien bekommen. Und hier muss man spezifische Gruppen ansprechen. Gruppen, sagen wir, die ein Interesse an Deutschland haben, wenn wir beim deutschen Programm sind, die, sagen wir, Deutsch lernen oder in Deutschland studieren möchten oder deutsche Freunde haben. Aber der allgemeine Nachrichtenverbraucher bekommt jetzt von den russischen Medien, von den einheimischen Medien genügend Informationen. Und das ist natürlich ein Problem. Wir haben eine sehr gemischte Zielgruppe. Und die geht ja von dem Deutschstämmigen im Ausland, dem Auslandsdeutschen, über den, der sich kurzzeitig im Ausland aufhält, bis zu dem, der seit 40 Jahren schon im Ausland lebt, oder der Ausländer, der Deutsch spricht, ein hohes Interesse an Deutschland hat. Da muss man in der Programmpolitik immer so eine Art Spagat machen. Machen wir jetzt in erster Linie Nachrichten aus Deutschland, Deutschland und Europa, oder Nachrichten auf dem weltweiten internationalen Niveau? Also machen wir eine Vollversorgung mit Nachrichten, Herr Weiß. Was meinen Sie denn da? Das ist ein ungeheuer gemischter Korb von Empfängern, den man im Grunde genommen eigentlich sortieren müsste. Im Programm. Ich hätte schon an Ihrer Stelle den Ehrgeiz, die intelligenten Leute in der Umwelt und nicht zuletzt in den wichtigen Nationen, in Osteuropa und in Amerika auf der anderen Seite und in Lateinamerika, wo wir viele Freunde haben, zu erreichen und ihnen ein ungeschminktes, klares Bild des modernen Deutschlands zu geben. Das ist eine wundervolle Aufgabe. Ich auch. Also nicht, dass wir jetzt da einen Eindruck kriegen, dass ich die Aufgabe nicht mag. Aber Herr Gorbakow, wir sind über Satellit zu empfangen. Wir strahlen ab über den Satelliten Eutelsat in Europa. Man braucht eine Satellitenschüssel in Osteuropa, um dieses Programm sehen zu können.
Kauft sich ein Bewohner Russlands in der derzeitigen Situation des Landes bei all diesen Problemen von seinem knappen Geld eine Satellitenschüssel, um Deutsche Welle Fernsehen zu kaufen? Hat er nicht ganz andere Sorgen, Fernsehen zu sehen? Nun, erstens, man unterschätzt, glaube ich, wie schnell sich in Russland eine relativ große Schicht wohlhabender Menschen herausbildet. Das ist zum einen. Zum zweiten, das Land ist riesig und in bestimmten Gebieten Russlands werden die Leute darauf angewiesen sein, eine Schüssel zu kaufen, um die eigenen, die einheimischen Programme empfangen zu können und somit auch die aus dem Ausland. Und das dritte und vielleicht das Wichtigste, in ziemlich vielen Städten entstehen jetzt in Wohnbezirken lokale Kabelnetze. Und da könnten Satellitenprogramme eingespeist werden. Also ich würde nicht sagen, dass das alles Zukunftsmusik sei. Vorläufig werden Sie in Moskau nicht sehr viele Schüsseln sehen und auch auf dem flachen Land nicht. Aber das ist eine Entwicklung der nächsten paar Jahre. Die Entwicklung in dem elektronischen Medien ist ja sowieso in den nächsten Jahren von gigantischen Überraschungen wahrscheinlich auch gekennzeichnet. Eine Entwicklung ist schon absehbar. Ende des Jahres geht in den USA der Betrieb von komprimierten Satelliten, die auf einem Transponder, wo bisher nur ein Programm transportiert werden kann, zukünftig zwei Programme transportiert werden können, das geht los. Irgendwann werden wir am Himmel 150 Programme haben oder mehr sogar. Da war ich in Abwandlung von Neil Postman. Informieren und amüsieren wir uns jetzt nicht endgültig zu Tode? Also zunächst mal muss man sehen, dass die Medientechnik sich in der gesamten Welt sehr unterschiedlich entwickelt. Es wird so sein, dass wenn ich jetzt den Hörfunk zunächst betrachte, in Afrika oder in den totalitär beherrschten oder autoritär beherrschten Teilen Asiens, noch für lange Zeit die Kurzwelle an Bedeutung behalten wird. Dass in anderen Ländern die Kurzwelle gar keine Rolle mehr spielt, obwohl die Systeme nicht unbedingt frei sind. Ich denke an Lateinamerika, wo die Liberalisierung, Deregulation sehr weit vorangeschritten ist, wo sie nur mit Fernsehen an den Markt kommen können. Das heißt, die Deutsche Welle hat wie jeder Auslandsrundfunksender in Zukunft eine sehr vielfältige Strategie zu entwickeln, um jeden einzelnen Informationsmarkt in der besten Sendequalität zu erreichen. Das ist ein sehr, sehr teures Unterfangen. Was den programmphilosophischen Teil angeht, teile ich voll die Auffassung von Herrn Weiß, unter Hinweis auf eine starke Informationsorientierung, denn als Auslandsrundfunk können Sie zunächst immer nur mal Multiplikatoren, gebildetere Schichten, vielleicht die Germanophilen erreichen. Und ich darf noch auf einen Aspekt hinweisen, 20 Millionen weithin junger Menschen lernen in der Welt Deutsch. Wir haben jetzt gerade einen neuen Sprachkurs für Indonesien angefangen im Hörfunk. Wir haben alleine 10.000... Lassen Sie uns jetzt nicht über Indonesien reden, sondern lassen Sie uns mal nochmal bei Deutschland und die deutschen Interessen bleiben. Ja, Indonesien ist unser Sendegebiet. Ohne Frage, im Hörfunk. Wir sind im Fernsehen noch nicht weit. Wir gehen erst 95 nach Asien. Was mir so auffällt, wenn man sich die politische Landschaft anguckt in Europa, bleiben wir mal in Europa, dann sind wir alle auf dem Weg zum vereinten Europa. Wir werden es vielleicht schaffen, Ende dieses Jahrzehnts die Europäische Union zu haben. Herr Weiß, Sie waren lange in Brüssel, haben dort als Korrespondent gearbeitet. Auf der anderen Seite in diesem Auslandsrundfunkgeschäft machen die Engländer kochen ihre eigene Suppe mit BBC World Service, die Franzosen mit TV5, die Spanier mit TVE, die Deutschen mit der Deutschen Welle, jetzt gerade vor einem Jahr neues Auslandsfernsehen. Ist das nicht eigentlich eine verkehrte Welt? Die Richtung geht in gemeinsames Europa und wir betreiben hier Nationalstaatlichkeit wie vor mehreren Jahrzehnten. Wir Deutschen sind da sicher ein bisschen europäischer als die anderen, aus den bekannten Gründen. Aber vergessen Sie nicht, dass der Gegenstand, über den wir jetzt reden, Kultur ist. Und Kultur hängt mit Sprache zusammen und mit nationalen Eigenheiten. Also ich hätte keine Bedenken, die Deutsche Welle deutsch zu machen. Sagen, wie wir in Europa eingebaut sind, aber stellen wir doch unser Licht nicht unter den Scheffel. Ich wollte noch eins sagen, wir haben jetzt einen neuen Präsidenten des Goethe-Instituts. Das ist Ihr Bruder, nicht wahr? Der tut dasselbe. Und der Herr Hilmar Hoffmann wird eine Menge Geld verlangen. Gebrauchen Sie Ihre Ellenbogen und verlangen es auch. Wir sind reich genug, um es uns leisten zu können. Wir haben die Pflicht, in der Welt die deutsche Sprache und das, was wir, unsere guten Seiten, ohne unsere schlechten unter den Scheffel zu stellen, zu verbreiten. Das hat nichts mit Propaganda zu tun, mit Ehrgeiz, sondern das steht uns zu, behaupte ich. Herr Weiß, ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen. Danke, meine Herren. Das war ein kleiner Blick in die Zukunft des Deutsche Welle TV. Jetzt gucken wir mal in die Gegenwart, nochmal zu unserem Programm, zum Geburtstagsprogramm, zum 40. der Deutschen Welle. Das hätte man ja schließlich auch, als Musical-Potpourri nach Art des Hauses
herstellen können. Man machte aber nun Kabarett. Und das möchte ich gerne wissen, warum. Helmut Baumann, künstlerischer Leiter des Theaters des Westens. Naja, wir haben uns gedacht, 40 Jahre durch Deutsche Welle bei uns im TdW, das ist vielleicht ein Anlass, mal etwas ganz anderes zu machen. Uns sozusagen zu probieren in einem anderen Metier. Und so sind wir auf Kabarett gekommen. Außerdem, mit Kabarett kann man so ein bisschen Befindlichkeiten durch die Zeiten beschreiben. Und das ist der Grund. Befindlichkeiten auch ganz persönliche. Sie haben doch bestimmt, als Sie das Programm zusammengestellt haben, in Texten und Liedern von 40 Jahren gewühlt und auch viele eigene Erinnerungen sind dabei wach geworden, oder? Ja, ganz sicher. Also für mich als Berliner war besonders aufregend, in den Unterlagen zu wühlen, die so aus den 50er, 60er, Anfang 70er stammen da, wo sogenanntes Frontstadt-Kabarett gemacht wurde, also wo es die Distel gab und viele andere ostdeutsche Kabaretts, die nach Westen geschossen haben und umgedreht. Hier in West-Berlin gab es die berühmten Insulaner, die auch jeweils austeilten auf die andere Seite. Und ich erinnere mich, dass zu guten Zeiten der Insulaner die Straßen abends leer waren, weil man ans Radio ging, um wöchentlich die große Sendung der Insulaner zu hören. Es ist eine interessante, etwas wehmütige Erinnerung da drin. Gibt es auch eine ganz persönliche Erinnerung, die Sie verbinden mit den Texten, als Sie sie durchgelesen haben? Naja, das, was man persönlich erlebt hat. Also ich zum Beispiel bin im Ostteil der Stadt aufgewachsen und irgendwann da noch kurz vor der Mauer weggegangen. Und wenn man also anhand von so Materialien daran zurückerinnert wird, wie das eigentlich wirklich war, wie sie sich die Tage und Wochen und Jahre ereignet haben, was also zum Beispiel das Kabarett von den Tagesschlagzeilen herunternahm und sofort also durchs Radio jagte, das war schon sehr interessant und sehr berührend heute noch. Und ich denke, das Programm berührt uns auch. Wir steigen gleich ein in den zweiten Teil des Geburtstagsprogramms, also 40 Jahre Teilungsgeschichte, das sind ja auch 40 Jahre ja, die Lehre von den Himmelsrichtungen und 40 Jahre Farbenlehre. Der Osten war rot und der Westen war golden und dann war irgendwann mal alles schwarz-rot-golden. Die Schauspieler des Deutschen Theaters und des Theaters des Westens lassen das alles jetzt im wahrsten Sinne des Wortes Revue passieren. Den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Diese Mauer steht noch 100 Jahre. Das Rad der Geschichte läuft nicht rückwärts. Erich Honecker im Oktober 1989. Stell dir vor, du kommst nach Ost-Berlin und da triffst du ein ganz heißes Mädchen. So ein ganz heißes Mädchen aus Pankow und du findest sie sehr bedeutend und sie dich auch. Dann ist es auch schon so weit. Ihr spürt, dass ihr gerne zusammen seid. Und ihr träumt von einem Rockfestival auf dem Alexanderplatz. Mit den Rolling Stones und einer Band aus Moskau. Plötzlich ist es schon 10 nach 11 und sie sagt, ey, du musst ja spätestens um 12 wieder drüben sein, sonst gibt's die größten Nervereien, denn du hast ja nur einen Tagesschein. Mädchen aus Ost-Berlin. Das war wirklich schwer. Ich
musste gehen, obwohl ich so gerne noch geblieben wär. Ich komme wieder und vielleicht geht's auch irgendwann mal ohne Nerven rein. Da muss doch auf die Dauer was zu machen sein. Und eins ist klar, dass wir das jetzt in Ordnung bringen. Denn wir wollen doch einfach nur zusammen sein. Vielleicht auch mal etwas länger. Vielleicht auch mal etwas enger. Wir wollen doch einfach nur zusammen sein. Ich heiße Ulla Göbel, ich wohne in der Schönholzer Straße und arbeite in der Gesundheitsfürsorge im Bezirk Prenzlauer Berg, Ost-Berlin. Ich heiße Irmgard Göbel, ich bin Laborantin in den Siemenswerken. Ich wohne in der Bernauer Straße auf westlicher Seite. Zweimal in der Woche traf ich mich mit meiner Schwester. Wir besuchten zusammen ein Kino, ein Theater. Fuhren sonntags an den Wannensee oder den Müggelsee. Verlebten die Geburtstage miteinander. Und verbrachten das Weihnachtsfest gemeinsam. Und dann kam die Mauer. Und jetzt können wir uns nicht mehr treffen, aber sehen können wir uns noch, denn die Schönholzer Straße ist eine Parallelstraße der Bernauer Straße. Und da stehen Ruinen und die lassen den Blick frei auf die westliche Seite, sodass wir uns sehen können. Durch ein Fernglas. Wenn wir am Fenster stehen. Und uns zuwinken. Und ich dachte nach, hatte einen Einfall und schrieb einen Brief an meine Schwester. Liebe Irmgard, ich glaube, eine Möglichkeit gefunden zu haben, wie wir uns wiedersehen können. Ich habe schon alles in die Wege geleitet und hoffe, dass es gelingen wird. Wenn es soweit ist, versuche auch du Urlaub zu nehmen und buche im Reisebüro Intourist eine Reise auf die Krim. Ja, auf die Krim. Dort werden wir uns endlich nach den vielen Monaten wiedersehen können. Ich las den Brief noch einige Male und war seit langer Zeit glücklich. Als ich vom Bahnhof Zoo abfuhr und auf dem Ostbahnhof eintraf, da fragte ich den Stationsvorsteher, verzeihen Sie, können Sie mir bitte sagen, wann der Urlauberzug des FDGB nach der Krim abgefahren ist? Vor 12 Stunden. Und in Frankfurt an der Oder betrug der Abstand unserer Züge nur noch 10 Stunden. In Posen 7 Stunden. In Kuhn nur 4 Stunden. In Warschau 1 Stunde. Und als wir die russische Grenze erreichten, war die Wartezeit vorüber. Die Züge fuhren dampfend ein auf demselben Perron. Wir sahen uns, winkten 10 Meter nur getrennt, dann wurden die Züge aneinander gekoppelt. Die Wagen der Ostdeutschen nach vorne. Die Wagen der Westdeutschen nach hinten. In der Mitte der Speisewagen. Ob das Nacht war, war er geschlossen. Und dann ging unsere Reise weiter. Aber wir saßen zusammen im selben Zug. Und als der Zug in Kiew hielt, da gingen wir aufeinander zu und umarmten uns. Und in Dniepropetrovsk betraten wir zusammen den Speisesaal. Wir setzten uns zusammen an einen Tisch. Wir aßen das gleiche Gericht. Wir tranken zusammen eine Flasche Wein und sprachen viele Stunden zusammen. Und dann bezahlte ich die Rechnung für uns beide zusammen, denn hier galt keine Ost- und keine Westmark mehr. Hier galt nur eine Währung, der Rubel. Und als wir auf der Krim unser Hotel betraten und dem Empfangschef unsere Pässe reichten, da betrachtete er die Pässe und sagte, sind Sie Deutsche? Ja. Aus Berlin? Ja. Wirklich beide? Ja. Sind Sie vielleicht verwandt? Ja. Vielleicht sogar Geschwister? Ja. Ja, warum nehmen Sie da Einzelzimmer? Ich gebe Ihnen Doppelzimmer. Da, wo die Friedrichstraße sacht, den Schritt über das Wasser macht, da hängt über der Spree die Weidendammerbrücke schön. Kannst du da Preußens Adler sehen, wenn ich am Geländer steh?
Dann steht da der preußische Ikarus mit grauen Flügeln aus Eisenguss, dem tun seine Arme so weh. Und er fliegt nicht weg und er stürzt nicht ab, macht keinen Wind und er macht nicht schlapp am Geländer über der Spree. Der Stacheldraht wächst langsam ein, tief in die Haut, in Brust und Bein, ins Hirn, in graue Zellen. Umgürtet von dem Drahtverband ist unser Land ein Inselland, umbrandet von breiernen Wellen. Da steht der preußische Ikarus mit grauen Flügeln aus Eisenguss, dem tun seine Arme so weh. Er fliegt nicht weg und er stürzt nicht ab, macht keinen Wind und er macht nicht schlapp am Geländer über der Spree. Und wenn du weg willst, musst du gehen. Ich hab schon viele abhauen sehen aus unserem halben Land. Ich halt mich fest hier, bis mich kalt dieser verhasste Vogel krallt und zerrt mich übern Rand. Dann bin ich der preußische Ikarus mit grauen Flügeln aus Eisenguss, dann tun mir die Arme so weh. Dann flieg ich hoch und dann stürz ich ab, mach bisschen Wind und dann mach ich schlapp am Geländer über der Spree. Tear down that wall. Ronald Reagan im Frühjahr 1989. Ja, früher gab es ein Berlin. Die Zeit ist längst vorbei. Heute gibt es nicht mehr ein Berlin. Heute gibt es leider zwei. Denn um Berlin zu meistern, zog man Grenzen auf dem Damm. Jetzt wollen sie wieder kleistern, doch nun kriegen sie nicht zusammen. Das führte zum Verschärfen, die Welt geriet in Trab. Doch wer behielt die Nerven und sagte, Mensch, reg dich ab. Der Insulaner verliert die Ruhe nicht. Der Insulaner liebt keine Tour nicht. Wir sind ja auch noch da und wir Berlin. Pflanzen, wollen ja nicht ewig bloß nach anderen Pfeifen tanzen. Mal wird es stiller, dann sind wir auf den Kien, wie sagt schon Schiller, Berlin bleibt doch Berlin, der Insulaner, oft unbeirrt, dass seine Insel wieder ein schönes Festland wird, der der Insulaner denkt daran, wie's mal war, als seine Frontstadt mit Schleppfranz-Janzer war. Der Insulaner, oft unbeirrt, dass seine Insel wieder ein schönes Festland wird.
Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Michail Gorbatschow, Herbst 1989. Mit der Mauer so bequem, DDR war so genannte und man sah auch nicht die Tante, Onkel, Schwager, all die Lieben, die zum Glück lebten drüben und da sollten sie auch bleiben. Uns genügte hier das Schreiben, ach, wie war es doch vor dem, mit der Mauer so bequem. Sensationen gab's in Fülle, wenn ein Schuss durchbrach die Stille, wenn ein Fobo-Grenzsoldat überwand den Stacheldraht, wenn zur Braut der Bräutigam nächtens durch die Elbe schwamm oder morgens, wenn ab Stadtrand ein Agentenaustausch stattfand. Ah, wie war es doch vor dem mit der Mauer so bequem? Ist in Trauer über den Verlust der Mauer. Wenn die Deutschen ein Verein, dann bestimmen sie allein. NATO-Pläne nicht mehr stimmen, die EG gerät ins Schwimmen. Und zu all den Nachbarländern wird sich die Beziehung ändern. Und vielleicht in 100 Tagen wird sich auch der Osten sagen, werden wir nur korrumpiert und von Bonn nur angeschmiert. Ach, wie war es doch vor dem mit der Mauer, so beschissen, doch bequem. Jahre saßen wir so sicher und im Warmen. 40 Jahre waren Räuber dort, bei uns gab's nur Gendarmen. 40 Jahre Kindergarten behütet und bewacht, 40 Jahre Mittagsschlaf und immer stille Nacht. 40 Jahre saßen wir so sicher in der Zelle. Plötzlich dürfen alle raus und treffen sich bei Quelle. So, ich fahr dann mal schnell rüber. Was heißt rüber? Ja, rüber heißt rüber. Ich will zum Hermannplatz. Und da fährst du rüber? Das zeigt, dass du immer noch eine Mauer an deinem Kopf hast. Ich habe keine Mauer im Kopf, im Gegenteil. Also fährst du nicht rüber? Ja, doch rüberfahren muss ich doch. Ich will da zum Hermannplatz. Du, da sollst diese Hemden geben, wie Kalle eins hat. Ach, gibt's die denn nicht hier? Nee, sonst würde ich doch nicht rüberfahren. Es gibt kein Rüber mehr. Früher, als wir noch die Mauer hatten, da hättest du sagen können, ich fahre mal rüber. Da hätte ich höchstens sagen können, ich will mal rüber. Aber da durfte ich ja nicht rüber. Und deshalb fahre ich heute so oft rüber, wie ich kann. Verdammt nochmal, heute fährst du einfach zum Hermannplatz und nicht rüber. Also schön, dann fahre ich eben einfach zum Hermannplatz. Guck mich nach dem Hemd um. Naja, und dann bin ich ja noch mit Kalle verabredet, ne? Mhm. Er hat gesagt, wenn er noch ein bisschen Zeit hat, dann kommt er auf einen Sprung noch mit zu uns rüber. Hat er das wirklich gesagt? Klar hat er das gesagt. Er kommt zu uns rüber? Ja, warum soll er denn nicht rüberkommen? Der kam doch die letzten 10 Jahre zu jeder Familienfete rüber. Ja, stimmt. Damals war es ein Rüber, aber heute ist es kein Rüber mehr. Natürlich haben wir eine Stadt. Ja. Sonst könnte er ja nicht so ohne weiteres rüber. Aber in einer einheitlichen Stadt gibt es kein Rüber mehr. Irrtum, in der geteilten Stadt gab es kein Rüber mehr. Aber wenn doch, dann war es wirklich ein Rüber. Doch gab's nie für mich, doch gab's nur für Kalle. Beenden wir das Thema. Also ich fahre jetzt jedenfalls zum Hermannplatz und zu Kalle mit ran. Ja, und wenn er doch nicht mitkommen kann, dann bespreche ich auch gleich noch mit Ihnen, ob wir zusammen nun in den Wintersport fahren. Tschüss. Ja, ciao.
Ach, Moment mal mit dem Wintersport. Also Kalle immer mit seinen Luxushotels. Das können wir uns noch nicht leisten. Du weißt doch ganz genau, dass drüben ganz andere Löhne gezahlt werden. Wo bitte? Du weißt doch ganz genau, dass drüben völlig andere Gehälter gezahlt werden. Drüben? Es gibt kein drüben mehr. Ach, auf einmal gibt's für dich kein drüben mehr. Umgekehrt, auf einmal gibt's noch ein drüben für dich. Das ist ja was ganz anderes. Also, wenn zum Beispiel drüben eine Krankenschwester 30 Jahre Krankenschwester war, dann hat sie 30 Dienstjahre. Wenn hier eine Krankenschwester 30 Jahre Krankenschwester ist, hat sie gerade mal ein Dienstjahr. Und warum? Ganz einfach, weil unsere Krankenschwester 29 Jahre drüben gearbeitet hat. Ja, aber wenn sie drüben gearbeitet hat, dann müsste sie doch gerade. Nein, drüben ist doch in dem Fall hier. Für die drüben sind wir drüben. Da hältst du mir lange Vorträge, wenn ich sage, ich fahr mal rüber. Mein Gott, politisch haben wir die Einheit, aber sozial eben nicht. Und deshalb kann man schon mal drüben sagen, aber niemals, ich fahr mal rüber. Okay, okay. Dann fahre ich jetzt also nicht rüber zu Kalle und sage ihm, Kalle, gemeinsamer Luxusurlaub erst, wenn du nicht mehr von drüben bist, beziehungsweise wenn wir auch von drüben sind und wir uns alle das Gleiche leisten können. Na, endlich hast du es. Das kann aber noch Jahre dauern. Na, dann gehe ich rüber. Kommen Sie daher, so neugeboren und zeitenleer und wohnten doch im selben Haus, waren Mauerstein desselben Baus. Dann scheißen Sie ins alte Nest und nehmen ihm den letzten Rest. Der Weg nach oben ist das Pferd, erlaubt ist, was den Mann ernährt. Und alles waren nur die anderen. Und das Leben ist jetzt tutti titten, frutti, alles Stasi außer Mutti. Selber war man nur der Karren, niemand war man wert. So bleibt man stets unversehrt. Und alles waren nur die anderen. Und das Leben ist jetzt tutti titten, frutti, alles Stasi außer Mutti. Selber war man immer nur der Zukunft zugewandt. Wie opportun. Sie spiegeln sich in ihren Schuhen. So stehen sie vor der neuen Tür und zeigen ihre alte Kür. Die Klinke greift mal tief gebückt. Auf Klien wird sie herabgedrückt. Und auf den Bauch zur Tür hinein. Tritt ein, bring Glück herein. Und alles waren nur die anderen. Und das Leben ist es, tutti titten, frutti, alles. Stasi außer Mutti. Selber war man nur der Karren. Niemals war man fair. So bleibt man stets unversehrt. Und alles waren nur die anderen. Und das Leben ist ja tutti titten, frutti, alle Stasi außer Mutti. Selber war man immer nur der Zukunft so gewandt. Deutschland, einig Vaterland. Tü-tü-tü-tü-tü. Da trabt nun die Herde der stolzesten Pferde, geschmückt mit Blöckchen und Busch. Ihr saht sie gerade eben zum Ausgang entschweben, ein letzter, ein festlicher Tusch. Des Schulmeisters silberne Peitsche knallt, die Pferde verschwinden, der Beifall schallt. Nun ist der Zirkus ganz leer, doch halt, wer kommt hinterher? Der kleine Mann muss hinterher den Mist auskehren, den Mist, den die anderen gemacht. Er schippt ihn fort, er tut es ohne Aufbegehren. Ich weiß nicht, warum man da lacht. Die Pferde dieser Welt, die sich im Lichte wiegen, mal gehen sie fort und lassen ihre Äpfel liegen.
hinterher den Mist auskehren. Er tut's, es ist halt seine Pflicht. Nur bitteschön, er möchte sich gegen eines wehren. Der dumme August? Nein, das ist er nicht. Im Zirkus der Welt ist es ähnlich bestellt. Die Herren stehen im Scheinwerferschein. Sie stehlen die Seelen, rakelen, befehlen und glauben bald Götter zu sein. Das Volk ist für sie zum Bedienen da. Und plötzlich stehen die Ruinen da. Der Zirkus zerschossen und leer. Doch halt, wer kommt hinterher? Der kleine Mann muss hinterher den Mist auskehren. Den Mist, den die anderen gemacht. Er schippt ihn fort. Er tut es voller Aufbegehren. Er hatte sich das ganz anders gedacht. Die Großen dieser Welt, die sich im Lichte wiegen, mal sind sie weg und lassen ihre Trümmer liegen. Der kleine Mann muss hinterher den Mist auskehren. Man hofft, dass er das schnell vergisst. Verdammt doch mal, man muss sich gegen eines wehren, dass man hier nur der dumme August ist. Es wächst zusammen, was zusammen gehört. 2. Mai 1993. Helmut Kohl, der Bundeskanzler, lebt in Bonn und nicht Berlin. Der geht gern ins Café Kranzler oder übern Tauentzien. Doch vom Brandenburger Tore warnt ihn seine Hannelore. Helmut, lass den Umzug sein, bleiben wir in Bonn am Rhein. Der Berliner ist gespalten, auch nach ihm die Mauer weg. Soll er nun zur Hauptstadt halten oder zieht er weg vom Fleck? Wird Berlin mal wieder Weltstadt und niemand dafür Geld hat? Nur Helmut lächelt leicht, ob er da die Antwort weiß. Wir sahen viele Investoren vom Senat der Schlange stehen. Und wir sahen die Investoren vom Senat auch wieder gehen. Und der Gang der Investoren klingt Berlin noch in den Ohren. Auch zu werden war nicht schwer, auch zu sein dagegen sehr. Da spazieren noch wie einst die Mägdelein, aber heute promenieren Ost und Westen im Verein. Und trotz aller Bürokraten, Spekulanten, Advokaten, wenn die Linden ist am schönsten in Berlin.
meine Damen und Herren, das war die Geburtstagsparty der Deutschen Welle zum 40. aus dem Theater des Westens in Berlin. Ein Streifzug durch 40 Jahre Kabarett aus Berlin, aus Ost-Berlin, aus West-Berlin, aus Gesamt-Berlin mit Schauspielern des Theaters des Westens und des Deutschen Theaters. Und meine Damen und Herren, ein Applaus für die Schauspieler. Und ein riesen Dankeschön an den Pianisten Uwe Hilbrechts. Und noch ein Dankeschön an den künstlerischen Leiter des Theaters des Westens, Helmut Baumann. Ja, und uns bleibt aus Berlin Ihnen nur noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend zu wünschen, je nachdem, wo Sie uns zugeguckt haben, ob in Nordamerika, in Südamerika, in Europa, in Asien oder in Afrika. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.